willkommen bei uns im Mindener Museum. Ich heiße Christine Saretzky und arbeite hier im Museum als Museumspädagogin. Ich möchte heute gemeinsam mit euch einmal das Mindener Stadtwappen ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und herausfinden, was auf dem Wappen überhaupt alles zu erkennen ist. Ihr seht das Wappen hier oben über der Tür auf unserem alten Wappenstein hier bei uns im Museum. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier in dem Video, wo ich ja erstmal nur alleine auftauche, eine Maske trage, dann liegt das daran, dass ich nicht alleine hier stehe, sondern hinter der Kamera steht meine Kollegin und die filmt das Ganze. Und sobald wir uns zu zweit in einem Raum aufhalten, dann tragen wir natürlich zum Schutz vor Corona natürlich auch Maske. Also bevor wir uns mit dem Wappen da oben genauer beschäftigen, müssen wir aber erst einmal klären, was ein Wappen überhaupt ist. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, ein Wappen ist ein Zeichen, an dem man eine Person oder eine Gruppe erkennt. Heute kennt ihr das vielleicht am ehesten noch von Fußballmannschaften, denn dort hat jede Mannschaft auf ihrem Trikot ganz groß das Zeichen für die Mannschaft abgebildet. So kann man sofort erkennen, der Spieler gehört zu der Mannschaft und der Spieler gehört zu der Mannschaft. Vor über 500 Jahren waren das jetzt keine Fußballspieler, an die sich Wappen ausgedacht haben, sondern adlige Ritterfamilien. Denn ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, wenn man von Kopf bis Fuß, von oben bis unten in einer Ritterrüstung steckt, dann ist es gar nicht mehr so leicht zu erkennen, wer sich eigentlich dahinter verbirgt. Und im Kampf war das für die Ritter jetzt manchmal ganz schön schwierig zu erkennen, habe ich da eigentlich den Freund vor mir oder den Feind vor mir. Und deshalb, aus diesem Grund sind Wappen entstanden. Die wurden dann auf dem Helm der Rüstung oder auf dem Schild, also auf dem Schutzschild, was die Ritter vor sich zum Schutz trugen, wurden die deutlich sichtbar abgebildet, sodass man sofort wusste, der Ritter gehört zu der Familie und der Ritter zu der Familie. Jetzt gibt es aber nicht nur Ritter und Ritterfamilien, die eigene Wappen hatten, sondern auch Handwerker und eigene Berufszweige. Zünfte nennt man diese Berufsgruppen. Und ich habe euch jetzt ein paar Zunftwappen oder ein paar Zeichen, die für einen Beruf stehen könnten, mitgebracht. Und ich halte jetzt gleich in die Kamera und ihr könnt zu Hause mal mitraten, für welchen Beruf das Zeichen stehen könnte. Hier fangen wir mal an. Die Lösung verrate ich jetzt noch nicht. Die könnt ihr nachlesen in der Bastelanleitung, die direkt unter dem Video zu sehen sein wird. Also die Frage, für welchen Beruf könnten diese Zeichen stehen? Wenn ihr ein bisschen darüber nachdenkt, welche Werkzeuge die Menschen wohl benutzt haben, die in diesem Beruf arbeiten, oder welche Produkte sie herstellten, dann kommt ihr bestimmt auf die Lösung. So, ich habe noch zwei. Zwar hier. Auch die Frage, für welchen Beruf könnten diese Zeichen stehen? Wie gesagt, die Lösung findet ihr in der PDF-Bastelanleitung auf unserer Internetseite direkt unter dem Video. So, eins haben wir noch. Dieses hier. Für welchen Beruf könnte dieses Zeichen stehen? So, jetzt wollen wir uns mit unserem Mindener Stadtwappen noch mal genauer beschäftigen. Vielleicht habt ihr schon erkannt, was diese beiden gekreuzten Gegenstände sein sollen, die so übereinander gekreuzt sind. Also die beiden Gegenstände, die so abgebildet sind, das sind zwei Schlüssel. Und zwar sind das, die gekreuzten Schlüssel sind immer ein religiöses Zeichen, also ein Zeichen für die Kirche, in diesem Fall für die katholische Kirche. Und die gekreuzten Schlüssel, das war früher das Wappen der Mindener Bischöfe. Jetzt muss man wissen, was ein Bischof ist. Das ist ein Mann, also Bischöfe gibt es heute immer noch. Das sind Männer, die in der Kirche arbeiten, in der katholischen Kirche. Ähnlich wie ein Priester oder wie ein Pastor, die aber eine ganz hohe, wichtige Position in der Kirche haben. Und in Minden gibt es den Mindener Dom. Den habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist die größte und älteste Kirche hier bei uns in Minden. Die kann man eigentlich gar nicht übersehen, wenn man durch die Stadt läuft. Und dort wohnten und arbeiteten die Mindener Bischöfe. Und zwar arbeiteten sie dort nicht nur in der Kirche, sondern man könnte sagen, sie regierten die Stadt. Denn zunächst gab es noch keinen Bürgermeister, sodass der Bischof ja eigentlich der wichtigste Mann, der Chef
in der Stadt war, der auch zum Beispiel bestimmen durfte, wie hoch die Steuern waren, die die Bürgerinnen bezahlen mussten. Ja, und weil die Bischöfe in Minden so wichtig waren, wurde dann das Wappen der Bischöfe, also die gekreuzten Schlüssel, die wurden dann auch im Stadtwappen übernommen. Ja, daneben, das habt ihr vielleicht schon erkannt, das ist ein großer Vogel, den erkennt man gut an den Flügeln links und rechts. Er sieht aber auch ein bisschen merkwürdig aus, denn er hat zwei Köpfe. Die sind auch so ein bisschen, sieht es aus, als ob die so überkreuzt. Der eine schaut in die Richtung, der andere in die andere Richtung sitzen. Das ist ein Adler, und zwar der doppelköpfige Reichsadler. Eben doppelköpfig, weil er zwei Köpfe hat. Und diesen Adler, den durften sich die Städte nicht einfach so für ihr Wappen aussuchen. Der Adler war das Zeichen der Könige und der Kaiser. Und nur mit Erlaubnis des Kaisers durfte eine Stadt den Adler eben bei sich im Wappen benutzen. In Minden war das der Kaiser Ferdinand II., der der Stadt 1627 ja die Erlaubnis gab, den Reichsadler im Wappen zu nutzen. Damit stand die Stadt unter kaiserlichem Schutz und durfte zum Beispiel, wenn es einen Krieg gab oder andere Schwierigkeiten, eben auf Unterstützung vom Kaiser hoffen. Ja, obwohl es in Minden und auch in Deutschland schon lange keine Könige und keine Kaiser mehr gibt, ist der Adler eben immer noch ein wichtiges Symbol, nicht nur hier bei uns im Mindener Stadtwappen. Wenn ihr vielleicht schon mal Fotos oder Bilder in der Zeitung und im Fernsehen aus Berlin, aus dem Reichstag gesehen habt, das ist der große Saal, wo sich die Politiker immer versammeln und diskutieren, um Entscheidungen zu treffen. Dort hängt ein riesiger Bundesadler an der Wand. Und da sieht man, dass der Adler eben heute immer noch eine besondere Bedeutung hat. Ja, jetzt haben wir so viel über Wappen gehört. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, ein eigenes, ganz persönliches, individuelles Wappen zu gestalten, dann findet ihr dazu in der Bastelanleitung ein paar Tipps.